Hallo, meine lieben Freunde! Ja, und damit herzlich willkommen zu dem endlichen Release von MBC Python. Ich kläre euch erstmal auf, MBC Python ist der offizielle Remake von MBC APT bzw. Tacket Lite Plus in der 1.7.10. Ja, das Modpack wurde sozusagen geupdatet, etwas verfeinert, etwas verbessert, manche Mods sind nicht mehr drin, manche sind jetzt dazugekommen. Was das alles beinhaltet und wie und warum und was ich mir dabei gedacht habe, das werdet ihr hier in diesem Video sehen. So, ganz kurz vorweg, das Let's Play wird nicht in dieses Modpack irgendwie verdaddelt oder so. Die Welt kann man nicht verschieben. Wir würden ohne Ende Blöcke verlieren. Du kannst zwar mit diesem, es gibt ja so ein Programm, mit dem man bei einer Welt IDs ändern oder anpassen kann. Das ist manchmal ganz nützlich, wenn man ein, zwei Mods ändert oder sich die IDs ändert oder keine Ahnung. Der Umstieg von Tacket Classic auf Tacket Lite war damit echt gut machbar. Aber das war's dann auch schon. Es haben sich so viele Mods in diesen zwei Versionen verändert, unter anderem IC2, Applied Energistics, und das ist nur ein Stückchen, und ja, Red Power gibt's gar nicht mehr und hast du nicht gesehen. Das bedeutet, es ist so ziemlich unmöglich, diese Welt darüber zu packen ohne große Verluste. Deswegen bleibt das Let's Play so, wie es ist. Aber dieses Modpack hier, das wird für euch jetzt spielbar. Ich werde auch kein Let's Play davon machen. Ich werde im Stream jetzt öfter dieses Modpack spielen. Eine Streamwelt, die wir nur im Stream spielen. Und ja, also sozusagen ich mit euch zusammen. wo ihr dann selber Ideen sagen könnt oder so. Der eine hat zum Beispiel schon mal beeinflusst, wo ich jetzt mein Haus habe. Wir haben schon einen Take gemacht mit der Beta-Version gestern. Take nicht, ein Livestream. Könnt ihr immer noch gucken auf Twitch. ja. Gut, muss ich mal eben gucken. Wir gehen jetzt mal auf Singleplayer. Ich hatte schon mal ein Let's Show. Das hier ist unsere Streamwelt. Wir machen jetzt mal eben ein neues Let's Show. Creative natürlich. Ihr seht, ich habe schon ein Texture Pack, nämlich ist das Specs in dem Fall, weil MBC APT möchte ich mit Specs natürlich treu bleiben. Habe ich ein Specs Texture Pack mit 128x128 vorbereitet. Könnt ihr euch ziehen, ist in der Beschreibung verlinkt. Ja. So, da haben wir schon ein, zwei Sachen gesehen. Dauert am Anfang immer einen Moment. Ich glaube, es liegt an Optifine, dass du am Anfang erstmal stumpf dastehst. Ja. Das dauert natürlich seinen Moment. Und wenn es dann fertig ist, dann läuft alles super schön flüssig. So, ja. Das erste, was ich sagen muss, es ist keine Biomes-Mod installiert. Bedeutet, wir haben hier pure Vanilla-Generierung der Welt. Alles nur Vanilla. Und ganz ehrlich, ich finde das gar nicht so schlecht in der 1.7.10. Ich meine, guckt euch das an, geht doch. Sieht doch schön aus. Und ich finde, weil in MBC APT war das auch nicht drin, Biomes Aplenty oder Extra Biomes, muss das nicht wirklich sein. So. Ja. Open Blocks und so haben wir schon gesehen, etc. Die Minimap ist in dem Fall nicht Reis Minimap, auch wenn das theoretisch zur MBC APT gepasst hätte. Das hier ist jetzt die meiner Meinung nach etwas bessere Journey Map. Die hat ein paar nützliche Funktionen, die mit Reis Minimap glaube ich noch immer noch nicht verfügbar sind. Aber gut. So. gucken wir mal weiter, was wir so alles haben. Das erste, was wir haben, ist Industrial Craft. Ja, Industrial Craft kennt ihr, und das war auch in MBC APT drin, ist jetzt natürlich ganz anders, aber es ist drin und gehört auch in dieses Modpack. Was neu dazu gekommen ist, ist auf jeden Fall Advanced Genetics. Das habe ich extra reingetan, weil ich weiß, dass Nils LP1 da ein Fan von ist. Der hat mich damit ja auch etwas großgezogen, wenn man so will. und ich finde die Mod auch ganz nett. Das bedeutet, das ist eine ganz nette Mod, die hier in dieses Modpack gehört. So, Carpenter's Blocks haben wir hier drin. Ist ein Muss. Ist einfach mal so, um leichter oder schöner bauen zu können.
Extra Cells 2, das ist neu jetzt sozusagen. Das ist ein Add-on für Applied Energistics. Wer viel und gerne mit Applied Energistics arbeitet, der könnte sich hier drüber freuen. Weil hier sind echt nützliche Sachen, wie dieses Walross hier. So, Flensmod haben wir auf jeden Fall. Das hatten wir in MBC APT ja mal vermisst, aber da konntest du es ja noch nicht installieren, weil du da für in der 1.4.7 noch eine spezielle Forge-Version brauchtest und die natürlich wieder nicht mit anderen Mods klappt, wie ICBM und sowas. Ja, und alles mögliche. Also hier sind momentan nur zwei Flensmod-Packs drin, mit denen müsst ihr erstmal auskommen, vielleicht tue ich später noch was dazu. Wenn ihr Mod-Vorschläge oder Bug-Dinger habt oder so, irgendwas Anmerkungsmäßiges, bitte auf das Forum gehen, euch da registrieren und da reinschreiben, nicht in die Kommentare, ja? Das ist wichtig, dann kann ich da besser drauf eingehen. Und ihr unterstützt ein bisschen die Community. So, Nuclear Control, die Reaktoren von Industrial Craft 2, beziehungsweise das Add-on jetzt hier für die Mod, ist ganz nett. So, habe ich was vergessen? Nee, gut. Logistic Pipes war auch schon damals drin und gehört auch hier jetzt rein. Mechanism war auch damals drin, ist jetzt viel umfangreicher, ist jetzt auch hier drin. So, ach guck mal hier, der ist animiert. Ist ja cool. So. Project Red ist jetzt sozusagen der Ersatz für Red Power und das ersetzt das auch schon ganz gut, besser als früher. Da sind schon teilweise Dinger drin, wo ich mir denke, oh, das haben die nice umgesetzt. Mr. Crayfish ist eine Möbelmod, finde ich, ist auch ein Muss, wenn man sein Haus schön einrichten möchte. So, Open Blocks ist drin, das ist so ganz verschiedenes Zeugs, ganz nützlicher Stuff. Project Red, Project Red, Project Red und Project Red und Project Red und nochmal Project Red. Und hier sehen wir schon, was die Mod schon mittlerweile alles kann. Wir sehen, Batterien haben die jetzt, die Solar Panels haben sie jetzt, die haben die Project Bench jetzt drinne, die haben Battery Box, Charging Bench, weißt du, das habe ich alles vermisst damals. So, RF-Tools haben wir drinne. RF-Tools ist ganz geil, kenne ich mich nicht so mit aus, aber hat so ganz nette Funktionen. Der Hauptgrund, wieso RF-Tools hier überhaupt drin ist, ist, weil hier diesmal kein Musecraft drin ist. Das liegt daran, dass Musecraft mittlerweile nicht mehr so cool ist. Musecraft ist buggy, Musecraft laggt total, vor allem auf Servern, wenn du die Welten erstellst und wechselst. Und ganz ehrlich, RF-Tools ist stabiler, kostet zwar Strom, ganz klar, aber dafür haben die Welten auch viel mehr zu bieten teilweise. Ist, glaube ich, auch serverfreundlicher, wenn ich mich nicht irre. Jedenfalls auf dem Server hatte das nicht so geleckt bei Infinity damals. So, SteveCard 2 ist jetzt diesmal wieder drinnen. MBC APT mussten wir es ja entfernen aus ID-Mismatch-Gründen, die man mit den Configs leider nicht verhindern konnte. Ja. Kennt ihr ja, Steve Cards, ein paar tolle Sachen. Der Rasenmäher zum Beispiel auch für den lieben Obiland. So, Applied Energistics, ja, war damals drin, nur jetzt hat die neuere Version, aber gehört in das Pack. Und die Fassaden dazu auch. Bibelcraft ist drin, war auch damals drin, ist jetzt aber mittlerweile auch umfangreicher, hat viel mehr zu bieten. Zusätzlich haben wir auch nochmal Biblo Woods Forestry Edition für Forestry, also die Hölzer von Forestry. So, und die Lampen haben sie da auch. Dann haben wir Buildcraft. Und ich werde heiser. Oh Gott. Buildcraft. Ja, gehört auch dazu. War auch damals drin. Gehört ins Modpack. Ja, dann haben wir die Bienenkultur, die Baumkultur, die Schmetterlingskultur und Forestry selbst. Ja, es ist Binnies Mods drin. Bedeutet, wir haben Extra Bees und Extra Trees sozusagen drin. Also, es gibt viel mehr neues Holz, wie keine Ahnung. Zebra, Wood, Kokobolo und hast du nicht gesehen. Also ist schon echt cool teilweise. Aber das, was ich so mag, ist hier noch nicht. Das ist gemein. Na gut, kann ich mitleben. Ja, so. Jetzt haben wir Big Reactors. Big Reactors ist sozusagen eine Reaktor-Mod für Thermal Expansion. Thermal Expansion Strom, also RF, den du damit produzieren kannst, und diese Reaktoren sind sehr günstig, sehr leistungsstark und haben viele Funktionen, kann man mit Computercraft steuern und hast du nicht gesehen, ist echt nützlich.
So, jetzt kommt aber hier jetzt eine Sache, nämlich für mich ist die Mod ein bisschen zu OP. Bedeutet, diese Mod hier macht's zu einfach, an Strom zu kommen. Bedeutet, diese Mod ist in diesem Modpack etwas genervt. Und zwar um ganze 0,3 Richtwert, also bedeutet, der Normalwert ist auf 1,0. Ja, 1,0, der Energy Output, und ich habe den runtergestellt auf 0,7. Nur um das ganz kurz zu sagen, dass sich da keiner wundert. So, Botany und Genetics ist für Binnies Mods noch dazu. Mit den Bienengenen und hast du nicht gesehen, so ein bisschen Zusatzstuff für die, die gerne damit arbeiten. So, Buildcraft-Rohre, die gehören dazu. Die hatte ich ja in meinem Tutorial letztens mal erklärt hier. Hoffentlich alle. Mittlerweile gibt es auch diese hier, die ist nur aktiviert, wenn Forestry auch installiert ist, glaube ich. Nämlich die Imker, das. Die. Ja, die. Die. Quatsch. Lol. Das Imkerrohr. So. Dann haben wir noch die Fassaden, kennt ihr ja. Buildcraft Gates, kennt ihr auch. Es gibt mittlerweile extrem viele. Ich würde euch die gerne mal alle zeigen, aber die sind mittlerweile so vielseitig. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles in einem Video erklären soll. So, Buildcraft Robots, kennt ihr ja, ne? Die können so tolle Sachen machen, kann man alles erklären lassen. So, dann haben wir Raycraft, die Schienen, neue Züge, viele neue Blöcke, Maschinen. Ja, und ganz viel Zusatzstuff, der echt cool ist. Twilight Forest war auch schon damals drin. Das ist die einzige Mod, wirklich die einzige Mod hier, die mehr in Richtung Adventure und halbwegs Magie geht. Und mehr Magie oder Adventure soll hier nicht rein. Das ist ein pures Technik-Modpack eigentlich. Und deswegen soll das hier nicht, soll ein Mod, also das hier ist schon in Ordnung, weil das damals in NBC APT drin war. Deswegen habe ich das hier mit reingetan. Ansonsten gibt es hier keine Ausnahme. So, Chiseled. Also, Chisel haben wir hier. Ja, gehört dazu einfach irgendwie. Die extra Tabs dafür. Ja, und dann haben wir noch Computercraft. Kennt ihr, ne? Könnt ihr Computerprogramme steuern, nutzen. Keine Ahnung, auch für den Reaktor. Dann haben wir noch extra Utilities. Ändert. Query zum Beispiel, ein paar Reaktoren, ne Quatsch, ein paar Generatoren, ganz viel zusätzliches Stuff, Bedrockium, Compressed Stone und Gravel und sowas, kennt ihr ja alles. Und hier mein Favorit, die Celestis Ceruleus Blöcke da, oder wie auch immer man die ausspricht. Ja, so, da haben wir noch mein Factory Reloaded, das war auch damals drin. Auch ganz viele nützliche Maschinen, wie der Harvester, der Fischer, kann man viele automatische Fabriken mit bauen. So, dann haben wir noch Nether Ores, kennt ihr. Fügt halt Ores im Nether zu. Ganz viel vernünftiger Stuff, kann man viel mit anfangen. Simply Jetpacks gehört jetzt auch dazu. Das sind halt so ein paar extra Jetpacks, die du mit der F-Strom an- oder aufladen kannst, sagen wir mal so. Solar Expansion, auch nochmal ein Add-on für Thermal Expansion. Dann haben wir Steve's Factory Manager. Wir haben Steve's Workshop und Portal Gun. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Thermal Expansion wird hier gar nicht angezeigt, sehe ich gerade. Wie habe ich das eigentlich hingekriegt, Thermal Expansion hier nicht reinzuhauen? Ich glaube, ich habe die Mod vergessen. Ich habe die Core-Mod drinne, deswegen klappen die ganzen Add-ons. Aber Thermal Expansion selbst ist hier nicht drinne. Ist ja interessant. Sollte ich vielleicht noch zufügen. Wird dann wahrscheinlich eine 1.1 oder so sein. Hoffentlich schaffe ich das noch, bevor das Video hier rauskommt. Ich habe Thermal Expansion vergessen. So eine Scheiße. Naja, gut. Was soll's. Ja, was noch drinne ist, ich hoffe, ich habe alles erwähnt jetzt. WRCBE ist auch noch drinne, hier die Wireless Redstone Arsenalteile da. Und ja, das ist alles Raycraft hier, Raycraft. Alles, was es hier so gibt an Stuff. Ich hoffe, ich habe das Wichtigste genannt. So, meine lieben Freunde. Zum Modpack selbst. Drei Sachen jetzt. Texture Pack ist in der Beschreibung. Modpack könnt ihr einfach im Launcher suchen nach MBC Leertaste Python. Wie ihr Python schreibt, seht ihr ja hier im Titel.
wenn ihr das aus irgendeinem unerklärlichen Grund nicht hinbekommt, könnt ihr auch in der Beschreibung auf den Direktlink klicken, dann kommt ihr auf die Technikseite. Könnt ihr, wenn ihr da einen Account habt, natürlich auch gerne ein Like da lassen und das Modpack ein bisschen nach oben schieben in der Skala. Und da auch den direkten Installierungscode oder so bekommen, den ihr dann da beim Technik-Launcher eingeben könnt und dann auch automatisch das Modpack installieren könnt, wenn das mit der Suche nicht funktionieren sollte. So, und es ist auch ein Forums-Link drinne. Hoffentlich ist die Forums-Seite bis dahin fertig, sonst ist der Link nämlich noch nicht drinne. Das wäre schade. Auf dem Forum könnt ihr Bugs melden, ihr könnt auf dem Forum Vorschläge schreiben, auf die gehe ich dann eher mal ein, als auf in der Beschreibung. Und wie gesagt, ihr unterstützt damit die Community und unser Forum ein bisschen. Registriert euch da einfach mal, ist eine nette Community da, nette Leute, kann man auch gerne mal plaudern, zu Sachen seine Meinung geben. Ich schreibe ja auch selber viel Stuff, den man vielleicht auf YouTube noch nicht so schnell mitkriegt. Zum Beispiel Folge 1000 Ideen oder kleine Tipps oder hast du nicht gesehen, ist ganz interessant. So, meine lieben Freunde, dann war's das jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken und wir sehen uns in der nächsten Folge von irgendwas.